Wunderschön, wunderschöner Wald, ein wunderschöner Wald und ein wunderschöner, hallo Pilz. Nicht anfassen, Matthias, nicht anfassen. Okay. Mann. Aber es sieht so schön aus. Ja. Sieht toll aus. So schön und du hast so schön gesungen. Danke. Möchtest du mein Rotkäppchen sein? Oh. Ich vergesse das nicht. Ihr hattet sehr, sehr große Augen. Ähnlich wie der Pilz, weil... Es ist ein... Hat nichts Klick gemacht, ne? Heißt es der Pilz oder die Pilz? Oder das Pilz? Es heißt zwei Pilz, ja. My man. Oder drei oder vier, je nachdem. Was glaubst du? Wie lange der Abend gehen soll? Hm? Mann oder Frau? Pilz. Ah. Ich bin mir auch nicht sicher. Und ich finde auch mit den großen Augen, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mich die ganze Zeit anstarren, auch während des Songs. Aha. Ich war auch die ganze Zeit irgendwie, ich war mit im Wald, dann am Anfang war dieses Hol mich hier raus, diese sieben gelben Sterne sammeln. Ich war die ganze Zeit im Dschungelcamp, also gefühlt, optisch. Gesanglich war ich eher bei einer super professionellen Gesangsperformance, die ich auf jeden Fall nicht im Dschungelcamp erwarten würde, weil das wirklich eine Top-Gesangsleistung war. Mit wunderschönen Vibratos, war echt. Aber wir sind uns, glaube ich, unabhängig, ob es ein Mann oder eine Frau unter dem Pilz ist. Was sagst du? Ich sag, das ist eigentlich egal, weil so eine Performance, das ist das, was wir leben vor in diese Show halt. Das ist genau das, was wir wollen. Aber es macht es nicht leichter, wenn du überlegen willst, halt, wer das vielleicht ist.
Ich hatte das Gefühl, Sicherheit war im Stehen und dann singe ich. Das heißt, vielleicht jemand, der nicht professionell das macht. Ich bin schon ein paar Mal falsch gewesen. Aber eine unglaubliche tolle Stimme, die vielleicht verheimlicht wird für eine lange Zeit. Weißt du, dass wir nicht auf diesen Namen drauf kommen würden, weil wir das so lange nicht gehört haben. Ich weiß es nicht, aber geniale Performance, tolle Maske, Mann oder Frau. Ich finde es total krass. Also es ist ja irgendwie der Pilz, sucht ja irgendwie die 7 Schritte zum Glück und so. Ne? Also ich fand es mega, vor allem jeder Ton meiner Ansicht nach getroffen. Und das mit so einem riesen Larry irgendwie auf dem Kopf, muss man auch erstmal nachmachen. Mhm. Klang für mich sensationell. Ich hatte so ein bisschen, also die Person, die ja immer so ein bisschen das Glück sucht im Fernsehen, sich immer über alles aufregt, ist ja Gernot Hassknecht. Und ich finde, es sind auch gewisse Ähnlichkeiten. Ehrlich gesagt, auch optisch vorhanden. Und wir müssen natürlich auch, wir sehen ja, dass Matthias ist ja geschätzt eben ein, mit zwischen 1,60 und 2,30. Ja, und, wenn kommt man auf jetzt, den Wochentag an. Wenn man jetzt so den Pilz daneben stellt, es ist vielleicht, wir haben ja auch den Kolibri gesehen, ein Hinweis auf vielleicht eine sehr kleine Person. Mhm. Bernhard Hoeker hätte auf jeden Fall auch den Humor, sich in so ein Kostüm auf so eine Bühne zu stellen. Cool. Aber weißt du was, mir ist jetzt ein Name eingefallen. Weil wir haben es schon mal gehabt, wo jemand ihre Stimme halt verheimlicht hat oder versteckt hat. Mm. Und, oder geändert hat, sodass wir das nicht... Was war mit Michael Patrick Kelly, I Say It? Oh, cool. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Weil Performance könnte halt, wenn er sich richtig klein macht und dann nur auf die Töne konzentriert, aber ein unglaublicher Sänger, aber vielleicht so ein bisschen geändert hat und sagt halt, ich bin ein Glückspilz. Und ein Kelly ist immer dabei. Ein Kelly ist immer dabei, das stimmt. Das stimmt. Da Michael Patrick Kelly, der sich für diese Performance kurz von seinen Unterschenkeln verabschiedet hat. Wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Wir arbeiten mit allen Tricks. Das war ganz toll. Vielen Dank, lieber Pilz. Dankeschön.